Eine heiße Dusche nach einem langen Tag. Das köchelnde Lieblingsessen auf dem Herd. Aber auch die Triebkraft unserer Industrie. All das ist Erdgas. Eine unsichtbare Energie, die doch so unentbehrlich für unser alltägliches Leben ist. Doch wie kommt das Erdgas eigentlich zu uns nach Hause? Die Geschichte zur Entstehung von Erdgas liegt 20 Millionen Jahre zurück. Zu einer Zeit, in der es längst keine Dinosaurier mehr gab, sank organisches Material wie Algen und Plankton zu Boden. Darüber lagerten sich Gestein und Erde ab. Die organische Schicht wurde somit immer größerem Druck und Temperaturen ausgesetzt. Das löste eine chemische Reaktion aus, durch die schließlich Erdgas entstand. Dieses Gas wanderte Richtung Oberfläche, bis es auf undurchlässige Schichten stieß, wo es sich sammelte und die Erdgasvorkommen bildete, die wir heute fördern. In Europa entdeckte man den Nutzen von Erdgas bereits sehr früh. Aber erst seit den 1960er Jahren wird Erdgas im großen Stil gefördert. Besonders in Norwegen und Russland gibt es beträchtliche Erdgasreserven, weshalb Österreich mit beiden Ländern Gaslieferverträge abgeschlossen hat. Dieses Erdgas wird über ein weit verzweigtes Pipeline-Netz, welches von vielen europäischen Netzbetreibern betrieben wird, transportiert und schlussendlich an die Haushalte weitergeleitet. Die OMV produziert Erdgas aber auch selbst. Rund 8% des heimischen Erdgasbedarfs kann durch die OMV aus Förderungen von heimischen Erdgasvorkommen gedeckt werden. Die größten Fördergebiete der OMV liegen in Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Asien-Pazifik und der Nordsee. Neue Gasfelder zu finden, zu erschließen und an das bestehende Pipeline-Netz anzuschließen, dauert aber mehrere Jahre. Deshalb wird schon seit Jahrzehnten auf ein schon lange bestehendes Erdgasfördersystem zurückgegriffen und die Erschließung neuer Felder von langer Hand geplant. Der unsichtbare Motor unseres modernen Lebens hat also bereits eine lange Reise und Geschichte hinter sich. Doch noch spannender gestaltet sich seine Gegenwart und Zukunft.